Sie haben vorhin schon so hübsch Rhythmus gemacht. Sie könnten dieses Gedicht in seiner meditativen Stille auch noch mal fördern, wenn Sie an der richtigen Stelle ein richtiges Geräusch machen. Die Stelle ist, wenn ich so mache und das Geräusch ist. Können wir das einmal? Fantastisch. Ich sehe, Sie verstehen was von Nachtruhe. Stille und Einkehr. Früh, Rentner, Blasen. Ja, ich liebe die Stille der Kleinstadt-Idylle. Ich genieße die Ruhe der Münchner Stille, wenn die Bäume im Wind ihre Äste leis winken und die Blätter ganz lautlos auf Wege zinken. Aber plötzlich erhebt sich im schummrigen Lichte ein barbarischer Lärm wie zum jüngsten Gerichte, und mit einem Mal fängt sie mit Idyll an zu rasen. Das sind Frührentner, die draußen Blätter wegblasen. Wie sinnlos ist das infernalische Toben, denn das Laub ist nicht weg. Es ist nur verschoben und kommt schließlich und endlich bei Nachbarn zu liegen, die sich dann mit dem Gegengebläse bekriegen. Und im Endkampf tobt apokalyptisches Röhren. Doch die stocktaube Bande scheint das nicht zu stören. Aber ich habe Mühe, jetzt an mir zu halten, denn ich hab kein Hörgerät, um's abzuschalten. Plötzlich weiß ich, warum alle Frührentner heißen. Weil die morgens um 6 schon den Motor anschmeißen. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht wissen, und ich heule und beiße und weine ins Kissen. Laut Attest sind die krank, an der Arbeit verschlissen, weshalb sie ja so früh in den Ruhestand müssen. Aber wo liegt der Sinn, die Berufszeit zu kürzen, wenn sich alle gleich krankhaft in Blasarbeit stürzen? Und sie schwenken ganz lässig mit Phallus-Symbolen, ja. Doch da ist außer Heißluft noch nichts rauszuholen. Ja. Rentnerinnen, holt eure Kerls jetzt vom Rasen. Ja, Herrgott, ihr könnt nachts auch mal anderswo blasen. Ich spür mich im wilden Geblase verrohen. Und ich höre mich alle mit Tode bedrohen. Ja, ich bringe die Frühbläser grausam ums Leben. Denn ich werde mit Uhu zwei Blätter festkleben. Und dann werden sie blasen. Und blasen. Und blasen. Und blasen, und blasen, und blasen, und blasen, und blasen, und stöhnen. Und ihr Keuchen wird selbst den Motor übertönen, ja. Ein letztes Mal wird noch gerührt und gepustet, aber dann ist das Lebenslicht, puff, ausgepustet. Und der Priester gedenkt einem Arbeiterleben. Doch da wird sich im Friedhof Getöse erheben, ja, und ich werde die Kränze und Blumen in Vasen mit motorischer Kraft von den Gräbern wegblasen. Nein, das ist keine Schändung der sterblichen Hülle, weil ich schließlich ja nur sein Vermächtnis erfülle. Ja, und glauben Sie mir, dass ich weiß, was ich tue, denn ich weiß ganz genau, nach dem Sturm kommt die Ruhe.
Dankeschön für die Ruhe.